Los. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gumsting LS17 mit dem Ausland TV. Hallo schön. So ein Drohne vom Fach, Alter. ich sag's nochmal euch, warum ihr jetzt gerade so lacht. Das ist, weil wir wollten schon fünfmal aufnehmen. Nur bei Fabi wollte ihn was nicht so ganz. Ja. Mit aufnehmen. Hab ich immer schöne Windows-Sound natürlich gehört. Und ja, normal. So, wir kaufen ein paar Saatgut-Big-Bags. So, ein paar Lettinggabel. Wir warten auf Fabi, bis er mit dem Anhänger kommt. Wow. Soll ich jetzt extra noch einen Umweg fahren? Du wirst anstrengend, weißt du das? Nein. Doch, bist du. Okay, gut. Also den Umweg haben wir uns gespart. Wir haben einfach einen Unfall gebaut. Alter Fabi. Ja, ich bin ja fast da. Er kommt den Berg nicht hoch. Wo fährst du denn auch lange, Alter? Gehe ich ganz normal unter der Brücke durch. Man stellt, dass wir außerhalb der Folge noch kurz vorspulen, dass wir etwas heller wird, naja. Ja, wird auch heller. Ja, ja. Meint noch heller. Jetzt war da hier noch ein Unfall. Oh. Ja, komm, an die Klappe fahren. Oh, sogar ohne Unfall, seit wann das denn? Ja, ich glaube, ich noch beschissener hin. Ja, ja. Das ist kein Thema, Junge. Ich hab das Ding mal aus. Da hast du keinen Spanngürtel dran. Abgesehen wir davon bei den paar Big Packs das Ding ausklappen. Man kann auch noch mehr kaufen, du Trottel, Junge. Ja, ja, ich weiß, aber. Wenn ich das Ding ausklappe, das bringt so viel nicht, weil du hast da eh keine Spanngurte dran. Und was jetzt halt schlägt. Danke, danke, Fabi. Ja, was soll ich wieder zuklappen? Ja. Jetzt ist besser. Jetzt bist du in einem normalen Bereich. Cool. Typisch Fabi. Alles. Kaputt. So. Ich lass dich mal allein und weiß nicht, was ich machen soll. Außer du bist weg von mir. Ich weiß, was ich machen kann. Mich nicht nerven, das wäre mal was. Das ist auch was, ja. Oh ja, mach das mal bitte. Oh. Und so und so. Junge, ich merke schon wieder, dass meine Kopfhörer wieder. Das ist jetzt wirklich kalt. Ja, klar, wieso nicht? Jetzt schon. Also, ja, hä? Hey, ist doch kacke egal. Kostet nur Unterhalt! Mann. Ich merke so langsam, dass mein Headset meinen Geist aufgibt. Eieiei. Ups. Das Fass wollte. Sich drehen. Junge, du bist echt so ein faules Stück, weißt du das? Warum? Weil du zurückgesetzt hast, oder? Soll ich zum Händler fahren und wieder zurück? Bist du ein faules Stück. So. Ich komme sowieso gleich zum Händler oder. Na komm, das behalten wir. Jetzt sag mir auch bitte, dass der Trigger immer noch da sitzt. Aber lass mich raten, der sitzt da eh nicht mehr. Er ist ja gerade höllisch. Stampelst du das? Was?
Aussteigen? Immer noch? Ich kann so aussteigen. Ah, jetzt auf einmal nicht mehr. Boah! Ja! Ich konnte es mir irgendwie denken. Wieso? Was? Ja, dass der Trigger nicht mehr hier ist von der Milch. Kackding! Die ist schon vergraben, Alter. Jufall, was machst du denn? Aus dem Stall rein rausfahren. Alter, leck das gerade teilweise. Ich habe 4000 Liter Saatgut reicht, oder? Wollte. Oder hat unsere Zeitmaschine auch Düngerfunktionen, nee, oder? Wobei. Nee, auf dem Mod-Hub gäbe es auch ein Fass mit Milch, ne? Wo du die Milch transportieren könntest. Weiß nicht. Ja, sonst würde ich sagen, dass das mit der Milch gar nicht geht. Wobei muss ja eigentlich, weil sonst wird es ja nicht so lange angezeigt werden, weil dann wird es ja dauerhaft, also jeden Tag verkauft werden. Gut, wird Sinn machen, dass ich das auch hier abhole, ne? Ja, genau da. Wo auch der Milchtrigger, wo auch der Milchtank ist. Ach Gott. Junge, also wenn das jetzt wirklich hier ist, ne? Wieso? Dann weiß ich nicht so 100%, wie man das mit irgendwas hinkriegen soll. Lass euch mal rein. Nein, nein, passt schon. Ich hab extra einen Motor schon ausgemacht, Alter. Ich probier's, wenn ich es am Ende der Folge nicht gefunden habe, dann darfst du. Dann lässt man den Meister ran. Ja. Bist du noch neidisch? Nein, nein, nein. Also, ich hab das Tor aufgelassen. In der Weide. Mal jetzt auf die Kühe weg! Ach nee, ich hab sogar zugemacht. Yeah. So. Kann es sein, dass es doch automatisch verkauft wird? Nein, jetzt nicht. Sonst hätten wir keine Milch jetzt gehabt. Ja, das ist das halt, aber. Ich komme halt nirgendwo zu einem Trigger. Hier ist ein Trigger. Weil du auch blöd bist. Alter, wenn du mir jetzt erzählen willst, dass da der Milchtrigger ist, ne? Wie kommst du da bitte mit irgendwelchen Sachen vom Mod-Hub hin? Dass du so schlecht bist für LS. Wenn du dich ja mal reintappen würdest, dass ich auch mal gucken könnte. Ja, okay, komm. Jetzt auf einmal. Danke! Was denn? Nix. So, also einmal bitte hier durch. Und dann hier irgendwie durch. Hier. Durch diese Bucht. Und das mit irgendwelchen Sachen vom Mod-Hub. Und dann ist der Trigger hier. Und wenn nicht, dann... Wo ist eigentlich... Alter, wo ist hier vielleicht. Also hier ist zumindest ein Trigger, hier in der Ecke. Du bist auch so ein Trottel, da hinten ist ein großes Tor, wo man durchfahren könnte. Ja, ich weiß, aber hier musst du dann durch. Weil du kommst hier sonst nicht rein und hier ist nur diese Öffnung. Ja, Fabi, guck mal, da hinten. Da ist ein großes Tor. Ja, ich weiß. Ja. Dann müsst du aber hier durch. Durch diese zwei Zaunpfosten. Ach so. Weil der Trigger ist genau da, wo du jetzt rückwärts dran sitzt. Da ist der Trigger. Also da ist ein Trigger. Ob der das jetzt ist, keine Ahnung. Nö, geht nicht. Ja, dann keine Ahnung. In der alten Version wüsste ich das. Hier ist ein... Das Problem ist ja auch mit dem Bucherfass, der Trigger vom Bucherfass zum Beladen ist hier an der Seite.
Wer seid ihr? Bisschen rum, glaube ich. Trigger ist riesig. Jetzt solltest du drin sein. Probier jetzt mal. Nö, es ist doch eher nichts. Nö. Warte mal, ist die Map nicht Hose-System ready? Weiß nicht. Wenn Herr, ja, dann hey, ich geht könnte, oder was? nee, ich könnte mir halt vorstellen, weil das irgendwo hier oder sowas hier der Trigger wäre, weil da Ja, also war. hier vorne quer über die Straße ist halt noch ein Trigger, aber hier kannst du halt Yes. Schafe kaufen. Hier ist der Schaf-Trigger. Hier unten ist der Wasser-Trigger. Ja, guck mal, Und aber hier hier ist ein ist halt. Tor-Trigger. Ja, hier ist ein Tor. Es wird ja auch nicht ganz umsonst hier reingemacht sein. Ja, ich weiß, hier sind aber überall Tore. Aber ich sehe hier oben, wenn du hier oben rumläufst, also ich habe ja jetzt gerade F5, deshalb ruckelt es auch ein bisschen. Ich laufe hier die ganze Zeit rum und hier oben ist aber gar kein Trigger mehr. Fit was? Ja, hier vorne ist noch irgendein Trigger, hier oben. Aber was soll hier ein Trigger? Von der Größe vor allem. Und normal wird dir das dann ja auch angezeigt, wenn da irgendwas drin ist. Oder er hat den Trigger zum Anzeigen rausgenommen. So, hier ist nur Gülle drin. Hier ist Tiermenü. Dann müssen wir uns mal einfach mal nach der Folge mal schlau machen. Ja, oder so. Oder du im Editor. Naja, ich weiß es. Ja, ich gucke einfach mal. Wenn der Trigger ganz woanders ist, kannst du ja immer noch da hinsetzen, wo. Was Ja, dann müssen wir passiert. zwar eine neue Version, aber. Na, stimmt, doch Kacke, Mann. Ja, wobei, nee, bei sowas eigentlich keine neue Version, weil das ist ja einfach nur umsetzen. Ach nee, da habe ich ja trotzdem was anderes gespeichert. Nee. Dann wäre trotzdem eine neue Version. Ja, komm, dann ist egal. Dann. Aber den Weidemann jetzt ausmachen hier. Und dann passt das. So. Eine Folge lang auf Triggerjagd. Ja, jetzt hast du schon einen Titel für die Folge. Ja. Oder das ist bei der Map so gemacht, dass der Trigger auf dem Hof ist. Dass der Trigger so, ich sag mal, kacke gesetzt ist, dass er halt bis auf den Hof geht. Na, der ist ja extrem kacke. Ja, was ist denn hier los, Mann? Leckt's oder was? Ja. Ja, ich öffne die ganze Zeit dieses Menü, um Trigger zu sehen. Danke, Robby. Alter! Gut. Schön. Ich öffne es jetzt gerade nicht mehr. Ja, also geht's wieder besser. Und Fabi. Okay, nee. Es muss ja sein. Achso, du lädst weiter auf. Ja, was soll ich denn sonst machen? Junge, was ist denn jetzt hier los? Ich hab verrückt. Soundbugs, Junge, Soll ich Junge, kurz den wir haben letzten? alles. Ja, nee, du mit, wieder mit mal 10 Kraft, gell? Naja, komm. Nee, mit dem Weidemann, wenn du mich reinlassen würdest. Nö, jetzt geht's. Tiefer. Ich seh's auch. Ja. Nein, das ist zu tief, du Das war Trottel. zu tief, glaube ich. Egal, geht. Ach komm, mach du, Junge, ich hab keinen Bock. Alter, Junge, was leckt denn das gerade so? Kannst du Ja, passt doch. So, ich habe gehört, du willst mit dem Weidemannhof fahren. Finde ich sehr gut. Ne, ich wollte den Unimog fahren. Nö. Ey! Muss ich hochheben?
Scheiße. Warte, ich hänge mich hinten dran. So eine Palette verhebel ich mich. Na klar. Warte, lass mich das mal bitte probieren. Ja. Halt mal bitte kurz an. Na Marsch. Junge. Halt doch an. Ja, Marsch. Kein Thema. Keiner. Manchmal, wie schnell da oben ist. Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Gucken, ob das was bringt. Und ich glaube, das hat nichts gebracht. Nein! Irgendwann. Umgekippt. Nee. Was? Nein. Sicher? Ja. Gut, also nein. Hab angehalten. Jetzt schon Bist schon wieder. beim Hof? Ja. Als ob du schon beim Hof bist. Ja. So, dann warte da jetzt einfach bitte, dann fahre ich die letzten 5 Meter jetzt, also versuche ich so mitzufahren. Ja, Maus. Ja, du fährst ja egal, du Machst du bist nicht, du Feld, fährst sagst du. 24. Nein, es ist unser Feld. Ja, es wäre noch schlimmer. Da ist nicht mal was drauf. Von wir hätten uns vielleicht mal angucken sollen, na wobei, das wäre dann auch wieder ein bisschen zu viel. Hab angehalten. Ein Kontostand vom Schweizer. Nein. 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 Ey, ich hab noch 200.000. Ich habe noch 258.000. Hier warte ich. Okay, ich lade ab. Mach. Ja, genau so, ey. Ja, ich das Problem gut. Nein, nicht. Lass sie dran. Hä? Wieso? Nein. Lass sie kurz dran. Nein. Doch. Ach, Mann. Die sind ja nicht mal mehr fest, ey. Die sind fest, du Trottel. Hä? Hä? Die Spanngurte sind nicht drüber gegangen. Hä, doch, warum bist du nicht drüber? Und bei mir nicht. Nee, egal, schau mal auf die Uhrzeit. Ja, gut, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal wieder. Und schaut Was natürlich noch doch? beim Ostrein vorbei und beim Jackie Gamer. Tschüss. Ciao.